Ja, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde. Wir sind heute hier zusammengekommen, um ein freudiges Ereignis zu feiern, nämlich die Rückübertragung von 117 Millionen Euro durch das Land Nordrhein-Westfalen in den Schoß der katholischen Kirche. Höre ich ein Halleluja? Lange haben wir dafür verhandeln müssen und immer wieder muss uns der Herrgott die Kraft geben, zu bitten, zu betteln, zu drohen, zu fordern. Und am Ende sind wir mit seiner Hilfe als Sieger aus diesem Kampf hervorgegangen. Durch die Übertragung der Mittel bekommen wir endlich die Möglichkeit, qua religiöser Erziehung, so sehen es die Stiftungen vor, noch mehr verirrte Schafe aus den Händen der unchristlichen Frevler zu reißen. Halleluja. Jahrhundertelang haben wir dafür kämpfen müssen, wieder... Herr Kollege Marsching, wir halten einmal ganz kurz die Zeit an, bitte. Ich glaube, und da sind wir uns im Sitzungsvorstand soweit einig, dass es nicht üblich ist, in Kommunikation sozusagen mit der eigenen Fraktion in dieser Form, ich sag mal, Ihre Rede vorzutragen. Ich würde Sie bitten, normal weiter vorzutragen und Ihre Rede so fortzuführen. Okay. Vielen Dank. Jahrhundertelang haben wir dafür kämpfen müssen, zu unserem Recht zu kommen. Das katholische Vermögen muss katholisch bleiben. Mit der Angst vor einer teuren Klage haben wir die Landesregierung dazu bewogen, einzulenken und sich nicht dem Urteil auszusetzen, ob Güterübertragungen vor 200 Jahren denn rechtmäßig waren oder nicht. Ja, wir hätten uns gewehrt, schließlich sind wir damals ja quasi enteignet worden und dieses Unrecht muss wieder gut gemacht werden. Na gut, da gab es diese Piratenfraktion, die haben gewarnt und nachgefragt und gemeckert und sich beklagt. Aber das haben wir auch durchgestanden. Mit der Hilfe von oben und immer den gleichen, wenn auch von außen fragwürdigen, 3 von 4 Gutachtern waren dagegen uns Argumenten. Am Ende werden nicht wir die Klägerin sein, sondern andere werden die Verfassungswidrigkeit erkennen und die gewünschte Rechtssicherheit, die sich die Landesregierung hier herstellen möchte, ad absurdum führen. Unter uns, die Landesregierung hat einfach unglaublich schlecht verhandelt. Natürlich hätten die uns nichts abgeben müssen. Natürlich reden wir von staatlichen Mitteln und natürlich kann die 40-prozentige Übertragung des Vermögens auf unsere Stiftungen mit Fug und Recht als Ablasshandel bezeichnet werden. Aber warum sollte uns das kümmern? Wir können mit dem heutigen Segen des Landtags noch mehr unglückliche Geister im Glauben erziehen. Das sieht sogar die Verfassung vor. Apropos, lasst uns die Häupter heben, dass der Herr unser Geschick in den Verhandlungen so gut gelenkt hat und dem Finanzministerium am Ende den richtigen Weg gezeigt hat. Amen.